Achso, hups. None. Corpses. Ja, es ist wieder schön verwirrend. Also, was heißt verwirrend? Komplex. Tiefhorns. Haare, Wolle. Ant-Man. Aha. Ja. Gut. Das können wir dann schließen. Dann warten wir mal, bis unser Miner, weil wir ja keinen anderen haben. Funktioniert K eigentlich noch? Nein. Was haben wir jetzt? Start painting new. Was haben wir hier unten eigentlich? New Eraser? Ja. Set Walls, Moving, Engraving, Track Carving and Fortification Orders. Set Plant Gathering Orders. Establish Barrows to organize work and living spaces in large fortresses. Designate for Dumping. Citizen Information Task. Place, Open Labor, Open Work Orders, Open Nobles and Administrators. Open the Objects Menu. O. Groß O. Ah. Jetzt sehen wir hier oben was. Also, da liegt eine Wooden Crutch, da liegt eine Step Ladder. Dump Helmet Spawn Bag. Leather Quiver, Woodsplint, Pigtail, Dwarven Ale Barrel, Dwarven Wine Barrel. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder hoch. Was liegt denn so alles in unserem Wagen? Copper Battle Axe, Copper Battle Axe, Copper Warhammer, Sweet Pot Seedbags. Ich frage mich, wie ich den Waggon anwählen kann. Irgendwie sind die Menüs da unten noch nicht ganz richtig. Oder ich bin zu doof gerade. Mal gucken. Okay, lassen wir sie jetzt erstmal weiter buddeln. Open the Stocks Window, where you can see all of your Fortress Items. Ja, das wäre ist auch nicht gerade unpraktisch. Hier sind die Minimap-Sachen. Inklusive. Also weiter raus geht's nicht mehr. Und das ist am weitesten nach innen. Okay. So, das heißt, wir brauchen wieder ein Stockpile. Ich find's lustig, man muss Stockpile-Modus und dann nochmal hier draufklicken. So. Jetzt könnte ich theoretisch an diesem Stockpile noch Sachen weglöschen. Könnte aber wieder Sachen hinzufügen. Ups. Okay. Ja. Könnt ihn aber auch wie permanent abreißen wieder. Okay. Ich hätte gerne den Stempelmodus wieder, nicht mehr den Freizeichenmodus, auch wenn der auch sehr praktisch ist. So, und da kommt Wood rein und schließen und dann machen wir weiter. So, jetzt bringen Sie Holz. Sehr schön. Ah, und das sehen wir nur, wenn wir eingeklappt haben. Almond. Also Mandelbaum haben wir gefällt. Okay. Now that you have the building materials, it's time to start building.
Workshops are one of many buildings you can place with the highlighted building button. Click it now. Also ja, Workshops. Oh, sieht aufgeräumt aus. Gut schon mal. Most workshops require building materials such as wood or boulders. If you have some wood stockpiled, you will be able to place a carpenter's workshop. Also, ein Carpenter. Oh, sind ein paar Workshops mal wieder. Und ich glaube, die meisten sind ausgegraut. Dank dem Tutorial. Oder weil wir nicht die Materialien dazu haben. Keine Ahnung. Ach so, das sind ja nochmal Unterkategorien. Oh ja, sehr schick. Farming, Farmplots, Steel Butcher, Furnaces, Glass Furnace Kill, Magma Glass Furnace, Magma Kill, Magma Smelter, Smelter. Smelter muss über Magma gebaut werden. Mhm. Ja, aber ich bin Carpenter Workshop. Den kann man natürlich nicht drehen. Also immer noch so wie im alten. Aber es gibt wenigstens mehrere Zugänge, wie man sieht. Also platziere ich den hier. So, das kennen wir. Wir sollen auswählen, was mit Wasser gebaut wird. Gut. Und dann lassen wir es weiterlaufen. So, da wird der Carpenter Workshop gebaut. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, wie er gebaut wird. Ja. Your industrial citizens will perform any task added to the workshop. Most objects are placed like doors and furniture. Must first be built in a workshop. Furniture created in the carpenter's workshop usually takes one wood to build. Add a task and make a bed. Chop down more trees if necessary. Unpause and wait for the bed to be completed. Okay, dann sollten wir aber auch ein paar Schlafzimmer gleich mal einrichten. Gehen wir eins raus. Machen hier kleine Kämmerchen. So, und dann schalten wir um auf das Tool wieder. Na, ist schon mal praktisch. So, jetzt haben wir hier kleine Kämmerchen, wo sie Zwerge schlafen können. Nein. Ah ja, gut, wir können den anwählen. Ja, das kennen wir. Add a new task, workers. This workshop is free for anybody to use. Wir können sagen, wer den nutzen darf. Okay. Work orders. Manager is required to add work orders to the shop. Ja, das kennen wir auch. Wenn wir sagen, in den Manager-Dinger reingehen wollen und sagen wollen, stell mal 15 Betten oder so her, dann brauchen wir das hier. So, add a new task. Make enormous wooden corkscrew. Make menacing wooden spike. Make spiked wooden ball. Make wooden altar. Mhm. Make display case. Requires window. Mhm. Training sword, training spear, alles mögliche. Erstmal machen Bett. Ja, almond wood ist noch dort. Also machen almond Bett. Oder klickt jetzt das Highest Priority. Ah, ich kann hier sogar einstellen. Ne. Add new task. Make bed. Hier könnte ich einstellen, was genutzt werden soll oder nicht. Da kann ich das gerade nicht. Dann mach einfach ein Bett. Setting Material. Ich kann hier sogar eingeben.
So. Hier wird wieder gegraben. Das heißt, wir gehen mal wieder hoch. Dropdown Trees. So. Dann werden wir den Baum da noch, auch wenn ich nicht weiß. Bayberry Tree, okay. Noch ein Bayberry, Apple Tree, Almond Tree, Plum Tree, Hazel. Also ich habe hier einen richtigen Mischwald. So, der kommt zum... So. Das Bett scheint gebaut zu sein. Ich sehe nur leider kein Bett gerade. So, mach einfach mal noch ein Bett. So, wait for the bed to be completed. Now that you have a bed, you can place it in it. Can place in it the fortress. Aha. Wahrscheinlich verdreht. Place it in it the fortress. Use the build menu to place it in a room underground, just like the workshop. Dig a new room first if you like. Beds are found in the furniture category. Unlike workshops, bed must be placed underground. Furniture. Bed. So, nicht gleich direkt gegenüber der Tür, sondern hier haben wir ein Bayberry Wood Bed. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, das so anzuwählen. Und dann können wir weitermachen. So, das Bett wird platziert. Mit dem Bett platziert haben deine Arbeiter einen Platz, wo sie schlafen können. Später kannst du einen Raum mit einer Tür erstellen und Zonen zuweisen. Ja, für, damit jeder sein eigenes Bedroom hat. The rest of the interface is now enabled. You can click on creatures and items, just as you can click on buildings to get more information about them. Click on a residence to see their needs, inventory sorts, relations and more. You can also access information from the citizen menu. From the citizen button. Das würde das Ding hier sein. Ah. Das sieht ja fast schon aus wie der neue... Oder ist das hier der neue Therapist? Ja, das hier ist eher der neue Therapist. Wobei ich den auch hier sehe. Tasks. Bräuchten wir wahrscheinlich einen. Ah ne, das sind einfach nur Informationen. Wahrscheinlich wer was gerade macht. Also no job. Fischer Dwarf, Miner, Woodworker. Mhm. Wir haben einen Mason und einen Stonecrafter. Wir haben einen Planter. Und wir haben den Expedition Leader. Mhm. Wir haben Pets Livestock. Others. Wombat und Ravens. Ja, Dead Missing bis jetzt keiner. Gut. Also Pets Livestock haben wir Katzen, ein Esel und ein Wasserbüffel. Das ist klar, das sind die beiden, die wahrscheinlich den Karren hergezogen haben. Wir haben aber sogar zwei Pferde, einen Gänserich, zwei weibliche Katzen, zwei weibliche Hunde. Ein Hasen und einen Truthahn. Gut, das sind die Creatures. Tasks haben wir nichts. Places. Du hast keine Zonen. Benutze erst das Zonenmenü. Du hast keine Locations. Du hast Stockpiles. Aha. Workshops. Ja, hiermit können wir zu dem Ort springen. Und hier können wir... Uns das Menü von dem Ort ansehen, okay.
Labor Menu. Miner, Woodcutter, Hunter, Planter, Fisher Dwarfs, Plant Gatherers, Stonecutters, Engravers, Haulers, Orderlies. Add new work. Only select to do this. Everybody does this. Das wäre Hauler. Hm? Wir können aber das wahrscheinlich nicht editieren, kann ich sein. Also hier können wir unsere Miner selektieren. Hier unsere Woodcutter. Hunter, Planter. Was gerade keiner macht, Fischer und so weiter. Plant Gatherer macht auch. Achso, Plant Gatherer tut auch jeder und Planters tut auch jeder. Stonecutter macht auch jeder. Gucken wir mal. New Work Detail. Also, das sieht ein bisschen aus wie Therapist dann. Also, dass wir wirklich hier sagen können, wir machen unseren eigenen Work Detail, sagen, was der enthalten soll. Also zum Beispiel nur ein Carpenter, Crossbow, hups. Ja, das können wir umbenennen und sogar löschen. Also die Standardsachen können wir nicht verändern. Aber wenn wir Spezialsachen dann machen wollen, können wir das tun. Okay. Und ja, ich klicke mich auch ein bisschen jetzt durch, durch die Menüs, um zu merken, was so hier so vor sich geht. Auch, dass ihr es seht, dass ich sehe, weil ich habe nicht reingeguckt. Ich wollte das mit euch blind machen. Ehrlich gesagt, weil ich dachte, es macht mehr Spaß. Hauling. Worker gather food. Ignore. Ah ja, da man, hier kann man wirklich so die Use Only Diet Cloth, kann man die automatisierten Sachen eben ein- und ausstellen. Zum Beispiel das, es gibt ja Workshops. Automate Tannery, Automate Kitchen. Bei der Kitchen bin ich mir gerade nicht mehr sicher, was automatisiert gemacht wurde, aber Tannery zum Beispiel wird jedes Fell, was wir bringen, gleich gegerbt. Und bei Automatically Butcher Carcasses werden gleich automatisch Tasks erstellt, um Leichen zu... Leichen, das klingt falsch, um Körper zu zerlegen. Das klingt eigentlich auch falsch, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Und slaughter any marked animal, wenn ich irgendein Tier markiere und sage, schlachtet es, dann wird es auch gleich geschlachtet, ohne dass ich ein extra Slaughter-Task dafür erstellen muss. Ah, klingt böse. Hauling können wir halt auch. Ein- und ausschalten. Ob im Augenblick, ob sie irgendwas ignorieren, liegen lassen sollen oder ob sie es irgendwo hintragen sollen. Also wenn wir zum Beispiel sagen wollen, jetzt lasst mal das Holz draußen liegen, weil da ist eine Invasion, da ignoriert es einfach mal. Ja, Workers ignore outdoor vermin remains. Also wenn irgendwo draußen eine tote Ratte rumliegt, dann wird das ignoriert. Workers ignorieren outdoor refuse. Ist auch in Ordnung, weil wenn es draußen liegt, kann es verwesen, ist mir egal. Ansonsten gathern sie Refuse. Sie holen Leichen, Schädel, Knochen und so weiter. Sie versuchen es zu retten. Siege and Forbidding. Forbid used ammunition. Ja, hier können wir Sachen... Claim used, forbid used ammunition. Achso,
Hier können wir sagen, sie sollen keine Munition einsammeln während einer Belagerung. Oder sie sollen benutzte Munition wieder einsammeln. Aber lassen wir es mal auf Forbid. Claim your death. Your dead. Claim your death items. Und so weiter. Claim other dead. Forbid other dead items. Ja, forbid floor wall cleaning during sieges. Forbid trap cleaning und so weiter. Chores. Oh. Kinder haben mal einen Nutzen. Man kann nämlich Kindern Aufgaben geben, was sie tun sollen. Und sagen sollen, sie sollen es tun oder sie sollen es nicht tun. Kinder können Patienten und Gefangene füttern, können also Kühe melken, können hauen, können sauber machen und können, oh Gott, können Schalter betätigen. Okay, das sollten wir sie nicht machen lassen. Und Adder. Mix similar foods in barrels. Ja, das ist in Ordnung. Prefers zones for water drinking. Prefers zones for fishing. Ja, das ist auch wichtig. Kitchen. Ja, hier können wir einstellen, was wo verarbeitet wird. Also die Küche sollte Plump Helmets verkochen und verbrauen. Das ist in Ordnung. Seeds können nicht verbraut werden, könnten aber verkocht werden. Nein, ist nicht in Ordnung. Trinken sollte nicht verkocht werden. Meat, Fish and others can. Ja. Stone Use. Können wir diese Sachen einstellen, welche von diesen Sachen in non-economic jobs, also wir können wir haben ge Alabaster gecancelt. Magma Safe. Ah. Wird gebra eigentlich gebraucht zum Plaster Powder herzustellen. Hier aus Bismutin wird Bismuterz gewonnen. Hier kann man Kohle draus machen. Hier kann man sogar verschiedene Sachen draus machen aus Kalzit. Kalkit. Das ist Kalkstein oder so. Ah ja, das braucht man, um Stahl, Pig Iron und Quicklime zu machen. Ja, ist klar. Irgendwo hier weiter unten müsste sogar Malachit genau sein. Also, dass wir Malachit nur dafür benutzen, Kupfererz zu gewinnen und nicht irgendwie irgendwelche Schmuckstücke draus herstellen oder Wände oder so. Und Otherstone. Ja, andere Steine sind in Ordnung, wenn wir sie verwenden. Also hier können wir sogar sagen, diesen Stein bitte nicht verwenden, um Wände zu machen. Work Orders können wir nicht, weil wir einen Manager brauchen. Nobles and Administration. Ja, den könnten wir zum Manager halt machen. Wenn er einen Dining Room, wenn er halt seine ganzen Sachen hätte, die er da braucht. Have required rooms and can make demands. Ja, das kennen wir auch noch. Messenger, Bookkeeper, Manager. Ja, da könnte ich ihn halt auch noch zuweisen. Unseren Expedition Leader. Objects, there aren't any crafted artifacts hier, also unsere Artifact Vault. Position Symbols, okay.